Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute geht es um den Adventskalender, den mir meine Mutter gemacht hat. Und zwar um Türchen 13 bis 18. Und ja, ich zeige euch jetzt eben die einzelnen Produkte, die da drin sind. Und dieses Jahr hat meine Mutter die ganzen Sachen in so kleine Stiefelchen reingepackt. Und da öffne ich jetzt einmal die Nummer 13. Und zwar sind hier einmal drin von Isana die Badegeselle Kuscheleinheit mit Honigduft und Mandelöl. Total süß vom Design her ist ja das Neue. Ich habe tatsächlich bei Rossmann bestellt und habe dieses hier mitbestellt, aber ich mag das wirklich gerne im Winter. Ich liebe diesen Honigduft. Ich weiß, dass viele Leute Honigduft gar nicht leiden können. Ich liebe diesen Duft und deswegen freue ich mich da sehr. Und auch das neue Design finde ich richtig, richtig schön. Und ein bisschen moderner designt. Finde ich sehr schön, sind 80 Gramm drin und sowas verwende ich halt immer gern für Fußbäder und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Nummer 14 und hier ist was Rundes drin. Hier ist einmal drin wieder so ein Weihnachtsmann, eine Milka-Kugel und von Fresh Flowers Badekugel in Duft Magnolie. 90 Gramm. Kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, wo es her ist, ob es die im Rossmann gab oder nicht. Man riecht so ein bisschen was raus. Es riecht sehr sauber. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich denke, die werde ich einmal runterfallen lassen, damit die in ein paar Stückchen zerbröselt ist. Und dann werde ich die öfters für Fußbäder eben benutzen. Nummer 15. Hier ist aber wieder ein Weihnachtsmann drin und von Isana die Relax-Tuchmaske mit Rosenwasser für jeden Hauttypen. Die habe ich auch schon da. Ich mag aber Rosenduft ganz gern und ich hoffe, dass die nach Rose riecht. Und ja, eben eine Tuchmaske. Soll eben Feuchtigkeit spenden. Es ist auch noch mit Avocadoöl und Kupuaku-Butter, also soll wohl sehr pflegend sein. Soll die Faltentiefe reduzieren und eben Feuchtigkeit spenden. Und bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Werde ich auf jeden Fall testen. Habe ich jetzt auch zweimal da. Das heißt, ich kann es auf jeden Fall ausgiebig testen. Und kann euch meine Meinung sagen von zweimal benutzen. Stiefelchen Nummer 16. Hier ist immer wieder ein Kinder Bueno drin. Dreimal eine Milka-Kugel und auch wieder dieser Weihnachtsmann. Also wieder mal ein Stiefelchen nur mit Naschereien drin. Stiefelchen 17. Hier ist einmal wieder drin von Vegans der Bliss Ball in Coconut. Ihr wisst, ich liebe diesen. Ich finde, der schmeckt richtig, richtig gut. Ich mag den total gern. Der sättigt auch sehr, sehr lange. Ist zudem noch glutenfrei und eben auch vegan. Und ich mag den richtig gern. Ich mag den auch lieber wie den Kakao, weil ich finde, der Kakao durch die neue Formulierung ist der außenrum sehr staubig, eben durch das Kakaopulver. Und das mag ich irgendwie nicht so gern. Und dann sind hier eben noch zweimal Friedel Weihnachtsmänner drin. So, Stiefel Nummer 18 habe ich hier oben die Klammer schon mal weggemacht, dann geht es etwas schneller. Und hier ist einmal wieder ein Kinder Bueno drin und dann noch von Isana die Relax Tuchmaske mit Rosenwasser. Die habe ich jetzt zweimal, finde ich aber gar nicht schlecht, beziehungsweise ja dreimal mittlerweile. Ich finde die wie gesagt aber nicht schlecht, beziehungsweise hoffe ich, dass ich sie gut finden werde. Und genau, das war das 18. Stiefelchen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.